Abgereiste reisen selten bis Elba. Man macht es euch halt selber. Hallo miteinander, hallo Elektronik Extrem, viele liebe Grüße. Vielen Dank für die Erwähnung, du bist jetzt glaube ich in den letzten 10 Jahren der Erste, der nicht aus direkt unserem Kreisen ist und mich mal erwähnt. Also vielen lieben Dank auf jeden Fall, das ist höchste Ehre, vielen Dank. Und zwar habe ich gerade dein Video mir reingezogen mit Akkus über Kreuzverschalten, da ist mir noch was eingefallen. Erstmal, wie gesagt, absolutes Top-Video, hier Like ist raus, abonniert und so sowieso. Glocke, nicht, du hast gesagt abonnieren oder Glocke, du musst sagen abonnieren und Glocke. Aber brauchst nicht, Digga, die abonnieren dich, so, du machst ja gute Videos. Pass auf, ich wollte mal dir noch einen kleinen Erfahrungsbericht mitgeben. Ich quatsch jetzt wieder ein bisschen, aber, und zwar guckt mal hier, vor 5 Jahren hat der Crime Chris ein Video gemacht, Blubbertheorie. Und zwar geht es darum, da hat er 2 Batterien, hat an der einen vorne abgenommen, quasi das, was du auch im Video zeigst, ich kann das ja jetzt nochmal aufmalen, schnell, und hat dann mit der Zeit festgestellt, dass es eben Probleme gibt. Also ich male jetzt hier mal, das, also Auto, wir reden von Autobatterien, ne? 12 Volt, Bleibatterien ging es da. Und zwar hat er sich eine Sammelschiene gemacht, also bei 2 Akkus, und hat eben jetzt hier seinen Wechselrichter oder was weiß ich, seinen Krempelverbrauch, die Verbraucher, ne? Und dann ist eine von den beiden Batterien abgekackt, ich glaube die hintere, ich weiß es jetzt nicht genau. Das hat er dann Blubbertheorie genannt. Und wir haben damals gerätselt, was das ist, wir sind nicht drauf gekommen, ne? Und vor ein paar Jahren dann habe ich ja dann ein Video gemacht, wo ich eben gezeigt habe, dass wenn man bei 2 das macht, über Kreuz anklemmt, also jetzt hier und hier, dass dann dieses Problem weg ist. Ne? Das geht aber nur bei 2. Ne? Das ist ein Riesenproblem. Das hat doch nicht mit einem Akkutyp oder sonst, das ist Bockwurst, das PSU-MAI. Ne? Das geht nur bei 2, weil bei 3 wird das dann scheiße. So wie du das in dem Video zeigst. Ne? Wenn du jetzt die Sammelschiene machst, also so ist halt auch falsch, die Sammelschiene, ne? Und nimmst dann hier wieder über Kreuz ab, das ist falsch. Das funktioniert nicht. Und warum ich jetzt das Video mache, ja, 5 Jahre ist beim Chris her und bei mir ist es tatsächlich nicht so lange her. Ja, keine Ahnung, Jungs, ihr wisst es ja besser, meine Zuschauer, wie lange ich jetzt hier bin. Und also, wo ich damals umgezogen bin, habe ich ja hier diese 12-Volt-Anlage gebaut. So, hier mal ein kleiner Einblick, ich habe extra mal die Blende abgemacht hier, dass ihr das mal seht. Ist ein bisschen Chaos, bei mir ist immer Chaos. Zieh da mal drüber hinweg. Ihr seht hier, oder auch nicht, hier ist ein bisschen schlechtes Licht. Moment. 1, 2, 3. Hier sind 3 Batterien, ne? Also die waren mal so. Ah, Moment, ich muss noch was. Ich bin jetzt voll zum Runterrennen. Auf jeden Fall, da unten steht die 4., die entsorgte. Ne? Also ich hatte quasi 4 Stück. Und habe das auch über Kreuz verschalten, weil ich das einfach testen wollte, Jungs. Ne, ich wusste, dass es angeblich falsch ist. Du hast ja im Video auch gesagt, ja, das ist vielleicht nicht ganz so schlimm und etc. Auf jeden Fall, ich hatte 4 und hatte die so angeklemmt. Und das sind 4-mal dieselben Batterien vom Valco, die hatten exakt denselben Innenwiderstand. Da steht auch oben drauf, wartet mal, das geht meine Lampe wieder nicht, da die Schrift, ne? Da steht überall der Innenwiderstand, die Spannungen, wir haben die halt richtig geprüft und dann habe ich die hier, ach ich weiß es nicht, vor 5-6 Jahren oder so eingebaut und vor einigen Tagen, also beziehungsweise jetzt ist schon ein paar Wochen her, habe ich gemerkt, dass ich sehe ja hier immer die Spannung von den Batterien, dass die Spannung nicht mehr war wie normal, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Also wenn man mit den Batterien ein bisschen rummehrt, kennt man die ja ein bisschen. Ne? Man weiß, okay, ich kann jetzt 1-2 Tage oder was weiß ich, wie lange irgendwas machen. Und das ging nicht mehr. Ne? Und da dachte ich, ach na gut, vielleicht liegt es am Winter. Und ja, nee, war es doch nicht. Ne? Weil im Winter, ich habe mir ja nur eben Panel dran. Und
dann habe ich gesagt, okay, dann lade ich die jetzt mal extern, hier liegt und noch der Rempf. Tu die natürlich gleich mal rämpfen und hab dann mit der Wärmebildkamera gesehen, dass ein Akku warm geworden ist. Hab dann alles zerlegt, hab den raus, hab den gemessen und Fritte, ne? Da steht jetzt so unten, den kann der den Hulderfalko das nächste Mal und ab in die Tonne. Das Interessante ist aber, es sind alles die exakt gleichen Akkus, Leute. Ne? Und wenn ihr, ich hab hier meine 12 Volt, ihr wisst ja, ich hab den Gabelstapler-Akku, wo mein ganzes Ding dran hängt, zum Beispiel die Lampe. Aber es sind viele Sachen, Kleinigkeiten, die direkt an 12 Volt hängen. Was weiß ich, wie der Router und so ein Krempel, ne? Oder USB-Scheiß lade ich damit, alles Mögliche. Und mein hier, da jede Laptop hängt da dran, ja, ist ja egal. Auf jeden Fall, hier wird nicht so viel Strom gezogen. Ihr seht so, ich habe auch nicht übelst dicke Kabel oder so, weil ich eben nicht viel Strom ziehe. Und damals waren die Kabel, ich hatte schon die Kabel alle gleich lang gemacht, ne? In der Hoffnung, dass das eben doch funktioniert. Astra hat schon gesagt, das wird nicht. Und das funktioniert auch nicht. Ne? Mir ist wirklich ein Akku kaputt gegangen. Und die drei sind noch da. Die sind exakt selbe Baujahr, alles gleich. Und die sind tipptopp in Ordnung. Ne? Und der eine ist komplett fritte. Und das liegt an dieser Verschaltung, an dem Fehler. Ne? Und das ist ganz einfach, wie man die richtig verschaltet. Ich schmeiß euch jetzt nochmal auf. Also bei allen Akkutypen spielt dann auch keine Rolle, wie viel. Ihr macht euch einen Sammelpunkt. Ne? So, bei 2 habt ihr also. Und da die Kabellängen gleich. Und dann ist es wirklich exakt gleich. Ne? Jetzt die drei von mir, die sind eben so verschalten. Ne, müsst ihr halt. Das ist hier der Sammelpunkt. Ne? Drei Kabel kommen von der Batterie. Jeweils ein Kabel, die sind alle gleich lang und gehen dann auf die Sammelschicht. Wie gesagt, hier ne, ist alles Moix, ja. Guckt da nicht so genau hin, da geht es jetzt nicht drum, das geht jetzt schon seit 5 Jahren so. Ne, also gleich lange Kabel, natürlich Strom beachten, ist klar. Und dann klemmt ihr hier eure Verbraucher an. Ne? Plus und Minus meinetwegen. Hier außen. So einen Sammelpunkt machen. Und dann ist es nahezu exakt gleich. Ne? Also es ist wirklich extrem wichtig, Leute, wenn ihr, also gut, wenn ihr jetzt hier mit Balancer arbeitet, ist das alles mal noch ein bisschen anders, da merkt ihr das nicht gleich, weil der Balancer das natürlich dann ausgleicht. Ne? Wenn aber die Ströme zu groß sind, klar, da kann es dann sein, dass euch schon mal der Balancer abraucht, weil das müsst ihr eben beachten. Und wenn ihr über Kreuz anklemmt, wird das über die Jahre immer schlimmer, schlimmer, schlimmer. Und irgendwann schafft es der Balancer nicht mehr und dann geht es entweder der Balancer kaputt oder es geht dann auf dem Akku, ne? Wie es mir hier eben passiert ist. Ja, ich hatte dazu mal kein Video gemacht, aber weil du jetzt das gemacht hast, habe ich gesagt, komm, schraubst es nochmal ab, sie steht ja nach unten, die Batterie. Wer es bezweifelt, kann, ich könnte es ja auch nochmal messen, aber glaubt es mir einfach, warum soll ich euch anlügen? Ne? Und es ist ja auch mathematisch einfach zu überprüfen, ne? Wie du eben, dass hier die Widerstände eben nicht gleich sind. Wenn du es aber so machst, sind sie wirklich exakt gleich. Na? Gut, das wollte ich noch hinzufügen. Vielen Dank für die Erwähnung nochmal. Und ja, wenn ihr Akkus oder so habt, verschaltet die parallel richtig. Die einzige Möglichkeit ist, bei 2, da könnt ihr über Kreuz machen. Na? Ansonsten macht das halt so. Dass es die 2 Möglichkeiten gibt, bei 2. Aber alles über 2 gibt es nur noch die Möglichkeit. Na? Gut. Vielen lieben Dank nochmal an Chris, an Astra, an Kalk, an alle Zuschauer, die auch da immer schön fleißig mitgemacht haben und so. Ja, haben wir zusammen das Mysterium der Blubber-Theorie gelöst. Ja, alles klar, haut rein, tschüssi.